Hallo, mein Name ist Roberto Antella Martinez. Alles ist Schwingung. Es gibt harmonische und disharmonische Schwingungen. Beide Schwingungen gehen in Resonanz. Wir erkennen dieses Prinzip, wenn wir Menschen begegnen, die uns teilweise, ohne dass wir sie näher kennen, spontan sympathisch sind. Umgangssprachlich sagt man, wir ticken gleich oder wir haben die gleiche Wellenlänge. Nun, gleiche Schwingungen ziehen sich an und verstärken sich gegenseitig. Schwingungen, die wir ausstrahlen, durch unser Bewusstsein und unseren Gedanken werden aufgenommen und gehen in Resonanz, wenn sie harmonieren. Gleiches zieht Gleiches an. Ungleiches wird voneinander abgestoßen. Das klingt zunächst ganz einfach. Ist es auch. Du solltest dabei nur beachten, dass dein persönliches Verhalten deine gesamten Lebensumstände bestimmt. Deine Gedanken und Gefühle, vor allem deine Gefühle. Alles, was du denkst und fühlst, positiv wie negativ, ziehen entsprechende Energien an. Negatives zieht Negatives an, genauso wie Positives eben Positives anzieht. Ängste ziehen Ängste an, Dunkles zieht Dunkles an, Licht zieht Licht an und Liebe zieht Liebe an. Deshalb wünsche ich dir heute aus tiefstem Herzen, dass du im Garten deines Geistes viele positive Gefühle pflanzt und Gedanken. Alles Liebe und bis morgen, wenn du möchtest. Adios!